Die wahre Hölle ist ganz, ganz anders. Nämlich als Gott im Himmel zu sitzen, auf die Erde schauend, den Blick schweifen lassen, von Aleppo nach Palmyra, von Ramallah nach Lampedusa, von Sabra und Shatila nach Donetsk und Luhansk uns zu sehen, der Teufel hat sein Reich auf die Erde verlegt. Das ist die einzig wahre Hölle. Habe deshalb spontan beschlossen, am kommenden Sonntag einen Gottesdienst zu organisieren. Einen Gottesdienst für alle frustrierten Gottheiten dieser Welt. Den Gott der Liebe und den Gott des Friedens, den Fußballgott, den Wettergott und den Gott des Weines. Für den Barmherzigen, den Gütigen und den längst vergessenen Gott. Treffpunkt 14 Uhr, Hintereingang Hauptbahnhof. Ab 14.15 Uhr, letzte Lesung aus dem letzten Brief des letzten Moralapostels an die Leviten. Letzte Lesung aus dem letzten Brief des letzten Moralapostels an die Leviten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, als eure Schöpfer sahen, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß und alles Gedankengebilde ihrer Herzen allzeit nur auf das Böse gerichtet war, da reute es sie, dass sie die Menschen auf Erden gemacht hatten und sie sprachen, das Ende allen Fleisches ist bei uns beschlossen, denn die Erde ist voller Gewalttat wegen der Menschen. So wollen wir sie denn von der Erde vertilgen. Aber vorher wollen wir unter ihnen noch heillose Verwirrung stiften und uns erfreuen an der kompletten Täuschung ihrer ohnehin verwirrten Sinne. Ist es richtig, etwas Falsches zu tun, weil es richtig falsch wäre, gar nichts zu tun? Müssen die Guten im Kampf gegen das Böse im Interesse des Guten auch mal die Bösen sein? Wird mein Feind zum Freund, weil er der Feind der Feinde meiner Freunde ist? Und dann rollen Köpfe, fallen Schüsse, zünden Bomben und nichts wird mehr so sein, wie es gerade noch gewesen ist. Plötzlich sind die richtig guten Freunde die richtig bösen Falschen, weil sie mit den bösen Feinden des Guten im Namen des Richtigen zu Freunden der Feinde des Bösen werden. Und alles, was gerade noch gut war für die richtigen Freunde im Kampf gegen das böse Falsche, ist plötzlich richtig böse für die falschen Feinde des Guten. Und dann rollen Köpfe, fallen noch mehr Schüsse, zünden noch mehr Bomben und plötzlich wird wieder alles ganz anders sein, als es gerade noch gewesen ist. Die guten Freunde der bösen Feinde des richtig Falschen verbünden sich mit den Freunden des Guten und den Feinden des Bösen gegen die falschen Richtigen, sodass die guten Freunde der bösen Feinde plötzlich zu richtigen Feinden der genauso falschen Freunde des richtig Guten werden. Und die Götter hatten einen Heidenspaß und sprachen, euer tägliches Brot wird euch heute vergiften und die Frucht eurer Felder wird verdorren in der sengenden Hitze eurer Maßlosigkeit. Eure Schuld wird euch nicht vergeben, weil ihr euren maßlos verschuldeten Schuldigern die Schulden nicht erlasst, sondern sie auspresst bis auf den letzten Tropfen Blutes. Ihr werdet keinen Frieden finden, denn der Frieden, den ihr meint, wenn ihr vom Frieden sprecht, kommt aus den Gewehren und Kanonen und er zersplittert mit jeder Bombe, die ihr im Namen des Friedens streut. Aber wahrlich, wahrlich, wir sagen euch, was ihr den Geringsten eurer Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr euch selbst getan. Und alles, womit ihr das Leben auf Erden verdorben habt, wird euer eigenes Verderben sein. Die Grenzen der Habgierigen, die Mauern der Erbarmungslosen, die Zäune der Hartherzigen, sie werden niedergerissen von denen, die da kommen, um sich das zu nehmen, was ihr ihnen genommen habt. Die Vertreiber werden vertrieben von den Vertriebenen, die Verfolger werden verfolgt von den Verfolgten, die Peiniger werden gepeinigt von den Gepeinigten. Und über den Trümmern eurer Festung aus Hochmut und Selbstsucht leiert die Litanei des dritten Jahrtausend. Geiz ist geil und Hass ist krass, Gier ist cool und Neid macht Spaß, alt ist arm und arm ist flop, krank ist Ex und Ex ist hopp, stark macht hart, hart macht reich, Macht macht smart, Ohnmacht macht weich, dreist kommt gut und link ist schlau, frech macht frisch und
Kampf ist Schau, mit Haken und Ösen auf Biegen und Brechen, mit Ecken und Kanten ein Hauen und Stechen. Wer zuerst kommt, malt, wer zuletzt kommt, zahlt. Und wer nicht zahlen kann, der ist als nächster dran. Raus, runter, weiter, weg. Wer fliegt, fliegt auf die Fresse. Wer fällt, der liegt im Dreck. Ich, meiner, meiner, mir, mich. Alle gegen alle. Und jeder nur für sich. Und so möchte ich schließen mit einem letzten Gleichnis, dem Gleichnis vom Ungläubigen im Paradies. Also, da geht ein Ungläubiger durchs Paradies, plötzlich bricht ein hungriger Löwe aus dem Unterholz. Der Ungläubige ergreift die Flucht, der Löwe hinterher. Der Ungläubige läuft und läuft, doch der Löwe kommt immer näher. Irgendwann fällt der Ungläubige verzweifelt auf die Knie und ruft: Ihr Götter, rettet mich! In dem Moment steht die Erde still. Der gerade amtierende Herrgott erscheint am Himmelstor und spricht: Warum sollten wir dich retten? Du hast nicht an uns geglaubt. Du hast in unserem Namen Kriege geführt. Du hast unsere Schöpfung verwüstet. Warum sollten wir dich retten? Ja, aber steht dir nicht irgendwo geschrieben, dass den Göttern ein reuiger Sünder lieber ist als 10 Rechtsgläubige? Hat keiner von uns gesagt, hat irgend so ein falscher Prophet erfunden. Ja, aber wenn ihr mich nicht rettet, dann macht doch wenigstens den Löwen gläubig. In dem Moment dreht sich die Erde weiter und der Löwe sagt: Komme, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen.